Und bitteschön. Guten Tag, Herr Ritter. Hallo. Wie geht's Ihnen denn jetzt? Ja, soweit. Es brennt halt noch. Ja? Mit den Schmerzen, aber soweit erträglich. Gefühl, dass was anders geworden ist? Nee, soweit ist eigentlich alles gut. Okay. Gefühl in den Fußzehen ist nach wie vor da? Ja. Das stimmt. Ich bin auch die ganze Zeit am Bewegen, ja. Das funktioniert gut. Und am Arm? Ja, also ganz ausstrecken ist noch so ein Problem, also ist noch nicht ganz, aber geht. Ja. Also geht's. Und hier haben Sie auch, überlassen Sie den Arm mal runter. Hier ist auch überall ein Gefühl. Ja. Das ist auch da. Ja. Okay. Und los geht's. Und mit dem Gefühl in der Hand, das ist auch gut. Ja. Hier an den Fingern merken Sie alles. Ja. Überall alles gleichmäßig. Okay. Ja, gut. Ja, immer. Ja, ja, also ich habe nur den Kollegen so irgendwo hier oben und ja, mehr weiß ich auch nicht. Also. Okay. Okay. Gut. Ja. Das Stechen in der Brust, das Sie da mal hatten, das war auch wieder besser. Das war auch so. Es war eine Tortur. Also ich habe erstmal, also es war, also was heißt Tortur? Es war ziemlich leicht, aber das Problem ist vor Augen geworden, aber es ging dann. Also als ich dann im Stuhl saß, war es alles gut. Ja. Und wie ist das vom Gefühl in den Beinen? Also ich habe jetzt heute mehr. Okay. Und die Bewegung von Zähnen, dann, das geht auch alles gut. Ja. Hoffen wir, dass die Nerven dann nicht so viel mitbekommen haben, dass ich das alles hinterholt. Schauen wir nochmal hier nach dem Fuß. Also diese Bewegung, das geht alles? Ja, das ist schon. Ja, also der kleine Fuß, der hat ein bisschen geschwommen. Aber den habe ich schon. Und hier gemacht. Zwischen den Zehen? Auch da, ja. Das merken Sie ja auch. Okay. Oh. Naja, so ein bisschen. Schön liegen lassen. Ja, das ist die Verbrennung. Das sollen Sie schön drunter haben, dass der Fuß sich nicht so stark beugt. Ja? So, ja. Jetzt gucken wir hier nochmal. Also hier mit dem Gefühl, ja. Das ist da. Okay. Hier auch überall. Und hier. Das geht. Okay, jetzt gucken wir nochmal hier. Also hier war in Ordnung. Das merken Sie, das ist überall gleich hier. Ja. Okay, auch hier dann, ja? Ja. Und jetzt den Stift nehmen. Sehr gut. Gehst erstmal am Bahnhof. Ja. Dann habe ich am Bahnhof gestanden.
Ja, und dann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen und habe da so die Züge reinfahren sehen, habe ich mir gedacht, so, ja, warum unten mitfahren, wenn man auch mal oben mitfahren kann, ja, und dann habe ich das, ohne dass ich die Passanten irgendwie gesehen habe, also ich habe die Leute ganz ignoriert, der um mich rum, habe ich einfach erstmal die Züge abgecheckt, habe ich erstmal geguckt, welcher Zug kommt, wie kann ich aufsteigen, was kann ich machen, dass ich auf jeden Fall, dass mich nichts erwischt und so weiter. Ja, dann habe ich das nach dem dritten Zug, habe ich das, bin ich dann aufgestiegen eben oben, also bin ich hochgeklettert, habe mir vorher noch eine Fahrkarte gekauft, ja, und bin dann halt losgefahren und alles, was ich dann wusste, war, also die Zugfahrt selbst habe ich noch mitbekommen und dann bin ich irgendwie am Opelwerk auf einmal auf dem Boden liegend aufgewacht. So ein Junge hatte mich im Arm, also unter dem Arm gestützt, hat gesagt, hey, was machst du für Sachen? Ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, was, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, das war einfach dumm. Und dann habe ich gesagt, ruf einen Krankenwagen. Also habe ich noch auch durch Adrenalin halt einfach angefangen zu schreien. Habe ich gesagt, ruf einen Krankenwagen. Krankenwagen kam dann, Feuerwehr kam, alles. Ich bin dann. Nee, ja, also man hat es ja schon mal gesehen irgendwie, dass Leute das machen, so einfach aus Neugier, aus Adrenalin-Flash, weil man Lust hat, Adrenalin zu kriegen. Und ich bin eh so ein kleiner Verrückter, was so Sachen angeht. Und ja. Das war einfach ein großer Fehler, ja. Bin ich dann da hoch und hab das dann halt gemacht, ja. Und hab damit nicht gerechnet, dass die Gefahr dann doch so groß ist, also die Gefahr unterschätzt. Und bin dann eben, ja, vom Zug runtergefallen, ja. Also ich dachte, dass ich das alles so weit, weitestgehend abgecheckt hab, dass ich das hinkriege. Ah, okay. Und dann bist du an die Leitung rangekommen, man muss ja nicht mehr rankommen. Nee, das war ja, das waren einfach ein Lichtbogen, wahrscheinlich gerade geschaltet, dadurch eine Weiche wahrscheinlich umgeschaltet. Und genau in dem Moment, als ich dann absteigen wollte, da ist dann der Überschlag passiert, direkt ans Bein und ans Puff gemacht. Und dann bin ich halt vom Zug runtergefallen. Da eigentlich, also nachdem ich da vom Zug gefallen bin, war das Adrenalin direkt in meinem Körper. War direkt da, ich war direkt ja, auf 180, ich habe direkt auch gesagt, ich brauche Morphium, ich brauche Sauerstoff, ich muss irgendwie operiert werden, ich bin tot, ich habe noch, glaube ich, gerufen, ich bin tot. Die Fahrkarte habe ich mir gekauft, weil ich eben nicht schwarz fahren wollte, ja, also, dass ich, wenn ich kontrolliert werde, weil ich oben mitfahre, weil es ja eher dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Schaffner das sieht, ja, dass ich dem die Karte quasi dann geben kann, wenn ich absteige vom Zug, ja, dass ich da eben keine Probleme kriege. Ja. Also, gestern hatte ich leicht Schüttelfrost, mir war auch schlecht gewesen, habe mich mehrmals übergeben. Jetzt, heute ist es wieder ganz in Ordnung, ja, ich bin am Trainieren, dass ich meine Sehnen und dass das alles wieder mitspielt, weil mein Fuß stand ziemlich steif, ja. Und jetzt bin ich schon wieder am Gucken, dass eben alles, dass ich mich bewegen kann, dass ich die Bewegung drin, streck das Bein, winkel's an, winkel den Arm an, streck den Arm, solche Geschichten eben, ja. Und das, also auf einer höheren Ebene schnell zu fahren, also was ist schnell zu fahren, den Wind abzukriegen, ist was Tolles, aber auf einem Zug, wo Hochspannung ist, nein, definitiv nicht. Also ist jedenfalls keinem zu raten und sollte auch keiner nachmachen. Ja. Aber es waren halt schon mehrere Schwestern, die auch gesagt haben, sie haben ganz schön Glück gehabt, dass sie jetzt noch hier sind. Ja. Jetzt kommen wir noch